willkommen zur Folge 8. Mein Name ist jetzt von Zocken für Charity. Ja, wir haben die letzte Folge jetzt eben gerade beendet. Wir haben Streets of Rage 2 durchgespielt. Somit haben wir ja Streets of Rage 1 und 2 durchgespielt und machen jetzt weiter mit dem dritten und letzten Teil für das Sega Mega Drive. Ich muss sagen, ich hab mich fürchterlich kaputt gelacht, ja, weil ich blende nochmal kurz die Artbox ein für Streets of Rage 1, für Streets of Rage 2 und für Streets of Rage 3. Und ich muss sagen, Axel hat so die krasseste Transformation durchgemacht. Ich weiß ja nicht, wie viel zwischen dem ersten und dem dritten Teil liegen an Jahren von der Story her gesehen, aber guckt ihn euch an, er ist von einer ultimativen Muskelmaschine zu einem alten Mann geworden, der wahnsinnig massiv riesengroße Fäuste und also Hände und Unterarme hat. Das sieht echt lächerlich aus. Aber ja, da bleibt mir gar nicht viel zu sagen. Streets of Rage 3 habe ich tatsächlich immer nur mal angespielt, aber nie wirklich weit. Ich weiß nicht, was auf uns zukommen wird. Das kann sehr, sehr, sehr spannend werden. Und ja, dann würde ich an der Stelle sagen, legen wir doch einfach mal los. Spendometer bin ich hier übrigens auch. Problem von Schwierigkeit. Ich hab nicht die englische Version. Ach, zumindest das ist noch auf Englisch, das ist aber sehr großzügig. So, genau. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir uns mal ins kalte Wasser und starten ein Spiel. One Player. So, Charaktere technisch haben wir zur Auswahl Axel mal wieder, Blaze, die Veteranen aus dem ersten und dem zweiten Teil, auch im dritten Teil vertreten, wobei Blaze ihre Statistiken sich, ja, relativ gut gehalten hat. Sammy ist am Start, ich glaube das ist Skate aus Teil 2 und dann Zan, der neu ist. Ja, keine Ahnung, also wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel auch überhaupt nicht aus, aber schön, dass bei Blaze auch gar kein Gewicht angegeben ist. Ich würde einfach sagen, und ich hab's ja, eigentlich habe ich es ja schon gesagt, wir bleiben unserem Axel treu und wir spielen mit dem. Oh Gott, ja, ich muss, ich werde dann hier unten auch mal einblenden, worum es in der Story geht, weil ich habe wirklich keine Ahnung und ich habe gehofft eigentlich. Round 1, Start. Ich weiß wirklich nicht, worum es in der Story geht. Ich werde es hier unten einfach mal einblenden. Ich weiß, dass es einige Änderungen gegeben hat, was auch das Gameplay und so weiter angeht. Wir lassen uns einfach mal überraschen und ja, starten die Reise jetzt. Okay, A ist immer noch diese Spezialschlagattacke. Man kann immer noch die Grandpa Claw oder die Upper Claw, wie sie jetzt heißt, machen. Ja, Gegner-Variation auf jeden Fall schon mal da. Also die Jungs mit den roten Haaren und den blauen Jeans-Outfit wurden getauscht gegen Frauen, glaube ich. Okay. Ah ne, da sind sie ja. Ja, Axel auf jeden Fall ein bisschen Beine trainiert, hat stabilere Beine als im ersten und zweiten Teil. Immer noch dasselbe Outfit, immer noch die gleiche Frisur, also sein Friseur ist er treu geblieben. Eieieiei. Donovan immer noch. Gibt es einen Timer, der runterläuft? Das ist ja auch spannend. Was ist das jetzt? Ach, man kann. Ach, guck mal, man kann es wegrollen. Aha! Das ist ja spannend. Okay. Okay, das ist auch neu. Witzig. Okay, früher waren es ja, oder im letzten Teil waren es ja richtige Gegner gewesen. Das sind ja voll nett. Und da ist ja scheinbar auch diese Leiste mit dem OK. Wenn man dann die A-Taste drückt, also die Spezialtaste, macht man Move, aber das kostet dann keine Energie. Dann rollt er mal aus dem Weg rollen. Rollt zweimal rein. Hallo. Oh, das riecht nach Endgegner.
Also wir haben ja auch schon ein bisschen Spendbetrag jetzt bekommen. Wir haben ja schon Szenenwechsel gehabt. Ich mache das wie beim letzten Mal auch. Also bei jedem Szenenwechsel gibt es da einen Euro für. Bin ein bisschen irritiert. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch nicht wirklich das Intro gezeigt. Das ist komisch und von dem Spiel. Weil da hat ja vorher, bevor ich die Charakterauswahl gegangen bin, hat ja was geladen, beziehungsweise bevor ich ins Menü gegangen bin. Vielleicht schauen wir uns das, weil ich glaube, das Video wird auch ein Zweiteiler. Safe. Gucken wir uns beim nächsten Mal dann nochmal an. Und ja, ich bin ein bisschen irritiert gerade, aber machen wir einfach mal weiter. Oh, okay. Okay, ja gut. Lassen wir das mal so stehen. Ah, mein Freund mit der Peitsche. Elektra. Ah, schönes neues Outfit auf jeden Fall. Oh, unser Freund aus dem letzten Teil. Aber man kann hier sogar rennen. Ha. In dein Gesicht, du Pisser. Okay. Ja. So, Runde 2. Oh, und extra, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Allgemein. Ich muss aber sagen, ich finde die Musik in dem Spiel bisher gar nicht so gut. Also reißt mich jetzt nicht so mit wie in den letzten beiden anderen Spielen. Das ist ein bisschen sehr laut, ein bisschen sehr over the top. Okay, spannend. Ich dachte, du brauchst eine Klinge, muss ich zu entdecken. Dazu sagen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ah. Ah, ich bin auch ein bisschen schwindelig gerade. Das ist ein bisschen sehr viel. Ah, vor allem das. Ja Mann, was ein Riesenglück. Oh ne, das lade ich nochmal. Ah, das ist ärgerlich. So, wenn da nämlich direkt das Chicken ist, dann ja, müssen wir jetzt hier nicht. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich auch bald mal endlich mal kommen, oder was? Fick mit dem Holz. Oh, noch ein Futter. Ach nö. 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 Ach nö. Ah, oh, meine Lieblingszwillinge. So, das ist schon mal gut. Oh, ich speichere mal ab. Ah, ja, ja, um genau das zu verhindern. Ah. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ich weiß, es hört sich. Ah, ich
Ich weiß, das hört vielleicht blöd an oder gemein an, aber irgendwie flasht mich dieses Spiel jetzt nicht so ganz wie die ersten zwei Teile. Ha. Huh. Naja. Ich speichere mal ab. Und ja, dann mache ich jetzt aber trotzdem schon mal einen Cut. Ist eine sehr kurze Folge, gebe ich zu. Aber ja, zumindest haben wir es schon mal angespielt. Ich blende hier den Spendenstand ein. Ja, Streets of Rage 3. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich finde, halt irgendwie rockt mich das bisher nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber ja, mal gucken, vielleicht wird es noch besser. Ich meine, vielleicht liegt es halt auch daran, dass es jetzt in der Sprache ist, die ich halt absolut nicht spreche. Aber nun gut, wir gucken mal, wie es weitergeht. Und dann bedanke ich mich natürlich extrem für euren Support. Freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, Kommentar, Abo. Und wer mich natürlich auch gerne finanziell unterstützen möchte, findet die Spenden oder findet meinen PayPal-Spenden-Account in der Videobeschreibung. Und ja, dann hoffe ich natürlich auch wieder ein bisschen euren Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja. Ja, also,